Olivia Holland. Das zweite Mal zu den Fright Nights. Ja, es hat 4 Jahre gedauert, aber wir sind wieder jetzt. Gerade kommt die Sonne raus. Gerade jetzt. Ist auch echt kalt. Ich freue mich gerade über die Sonne. Oh ja. Ja, ich bin extrem aufgeregt, weil es war vor 4 Jahren schon ziemlich, ja. Ist eigentlich gut. Ziemlich gut. Und es hat sich viel verändert seither. Wir sind sehr gespannt. Wir wollen ganz viel Neues entdecken. Ja, also viel Spaß mit dem Video. Park angekommen. Ich wollte an der Stelle noch ganz kurz an unser letztes Video vom Halloween-Event hier und an sämtliche andere Halloween-Videos erinnern und mal kurz anmerken, dass heute kein Regen ist und es soll heute auch nicht regnen. Wie cool ist das? Und ich freue mich, dass es macht den Tag echt doppelt so entspannt eigentlich. Ja, unser erster Weg führt uns jetzt zu Speed of Sound. Wir sind jetzt hier in dem neuen Exotikbereich. Sie haben schon ein cooles neues Eingangsportal und hier diese Mexikanerhüte, wo wir mal am Anfang Angst hatten. Die sind auch wieder schick geworden. Los Sombreros. Und jetzt testen wir die neuen Züge auf, wie heißt das Ding? El Condor. SLC. Besten Bügel und ich muss sagen, natürlich, dieses Teil schlägt genauso wie immer, aber es tut nicht mehr so weh, weil man hat nicht mehr diese Bügel, die neben den Ohren sind und man wollert nicht mehr mit den Ohren dagegen die ganze Zeit. Ich muss echt sagen, in dem einen Tal vor dem Immelmann, ja, da haben wir schon gebollert, du. Aber es war irgendwie mega witzig. Also, ja, schon, lustig. Aber es war auch heftig. Ja, schon. Ja, es war also, ich hatte Spaß. Ist aber ja, einmal reicht heute, glaube ich. Ja, wir haben noch ganz viel Abend. Ja, ja. Oh, Gegenlicht. Ja, super. Wie immer. So. Ja, kurze Erklärung. Also, bei dem Halloween-Event hier gibt es 7 Mazes. Acht sogar. Ach, stimmt. Wir machen ja eins. Ja. Nicht so richtig. Also es gibt 8 Mazes insgesamt und genau, 7 davon werden wir machen und das eine, was wir nicht machen werden, das ist Below. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht und wir waren nicht so 100% überzeugt davon. Es ist schon sehr geil. Ich würde mich schon auch anstellen dafür, aber nicht für 15 Euro. Ja, es kostet 15 Euro. Aber wenn ich es noch nicht gemacht hätte, ja, dann würde ich es auch empfehlen. Ja, dann ja. Aber für uns, ja. Ja, wenn man es schon kennt, dann nicht. Genau, weil es ist halt dieses Maze, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, oder wir haben auch davon erzählt in unserem letzten Vlog hier von den Fright Nights. Man zieht sich halt so eine Warthose und geht durch so eine Kanalisation. Ist wirklich mega cool, mega speziell, aber halt gute sehr Effekte kurz. Auch drin. Aber ich glaube, wir dürfen gleich ganz kurz da Backstage gucken gehen. Wir dürfen natürlich leider nicht filmen, aber trotzdem sehr interessant. Wir gucken mal. Und dann haben wir das doch so ein bisschen gemacht heute. Mehr oder weniger. Aber die anderen Mazes machen wir nachher und wir erzählen euch natürlich bei jedem, wie es uns gefallen hat. Ja. Und es gibt auch viele Scares in unserem Park. Die filme ich euch dann auch. Natalie, war es das leuk? Es war so leuk! Leuk, ja! Wir sind gerade am Tame gefahren, ich 2-mal, Matthias 1-mal. Matthias war einmal reicht. Ja, ich habe Schmerzen. Also für Menschen, die etwas größer und schwerer sind, ist das schon sehr schmerzhaft, damit zu fahren, leider. Obwohl so toll, wie die Bahn auch ist. So toll, die fährt sich. Ich hatte gar nicht so tolle
Die ist richtig geil, oder? Ja. Die ist immer noch in meiner Top 10. Wir müssen die heute Abend nochmal warm gefahren fahren. Oh, im Dunkeln. Single Rider. Das ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Sollten wir das sagen oder ist dann voll? Ja. Geht in Single Rider. Das ist richtig. Das also die normale Q-Line ist so 90 Minuten, eventuell länger, weil es sehr viel Fastpass. Ja, aber Single Rider ist ja unabhängig vom Fastpass. Ja, also diese Bahn, es ist der Wahnsinn. Haben wir jetzt mal Lion, das soll auch der Single Rider erklären. Lake. Und was hast du schon abgemacht? Nein. Was auch mega cool ist, im Single Rider lernt man Leute kennen. Wie zum Beispiel? Oh, wo sind sie? Da. Hallo. Ja, die haben mich im Single Rider aufgegabelt, aber man lernt auch im Zug während der Fahrt, das war ganz Schmetterling, Leute kennen. Das sind irgendwie fährt man immer mit Leuten, die zum ersten Mal fahren. Und ich kann gar nicht anders. Mein erster Mitfahrer hat mich gefragt, ob ich schreie. Und ich so, nee, ich glaube nicht. Und zoomst du? Hör auf zu zoomen. Und irgendwie, ich feiere die ganze Zeit. Ich musste so lachen die ganze Fahrt. Das macht einfach so Freude und Spaß. Und es ist so witzig, weil die anderen schreien. Und guck mal, jetzt die wilden Achterbahnfans haben entdeckt, es steht gar keiner im Single Rider. Und okay, jetzt gehen die rein. Und jetzt haben sie entdeckt, da steht gar keiner an, die können jetzt sofort mitfahren. Die warten auf dich. Ach so, genau. Du gehörst zu der Herde, ja. So, und jetzt hat die Herde sich versammelt. Und besteigt den Berg, um zur süßen Frucht der Freude zu kommen. Hier, die Achterbahn. Aha. Sie tun alles, damit sie nicht anstehen müssen und nicht bezahlen müssen und trotzdem fahren können. Ah, jetzt, die wilden Achterbahnfans, die haben es in die erste Reihe geschafft. Oha. Jetzt versuche ich sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu filmen. Ja, gleich geht es los. Ah, sie hat schon entdeckt, nee, sie hat nicht entdeckt, dass sie filme, weil sie blind ist ohne Brille. Und hier sehen Sie einen wilden, nicht ganz so dollen Achterbahnfan. Den Kameramann. Und hier sehen Sie einen wilden Kameramann. Warum hast du die Kamera nicht in der Hand? Du hast die in der Hand. Kannst du bitte scharf werden? Ich? Ja. Das ist jetzt aber gemein. Jetzt. Ja, wie ihr gesehen habt gerade, ich saß erst Reihe, es war morgen und ich konnte in die erste Reihe. Ist das nicht mega cool? Matthias. Und die anderen stehen 100 Minuten an. Ja, ist ein bisschen Sünde, aber noch zwei andere Leute, mit denen wir heute hier sind. Die kommen jetzt gleich raus, sind jetzt gerade gefahren, aber wir sind halt während die einmal gefahren sind, haben wir halt eine Backstage-Tour gehabt und sind dreimal gefahren. Also das ist echt Sünde. Sorry, dass ich so geschrien habe auf dem Video, aber ich dachte, Matthias, ich musste mal immer auf mich aufmerksam machen. Ich dachte, Matthias verpennt das. Ich wollte, dass er ein Foto von mir macht, wie ich erste Reihe fahre. Das ist ein peinliches Video draus geworden. Ziemlich goldig. Nee, Silber. So. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber wir sind nochmal an Tape gefahren. Mit wir meine ich nicht Matthias und ich, sondern der Rest. Ich habe dafür die tollen Aufnahmen gemacht. Hast du? Ja, ich werde tatsächlich wieder erste Reihe gewesen. Erste Reihe. Aber ich habe dann dem den Vorrang gelassen, der zuvor eine Stunde angestanden hat für Momente. Das ist ja nett, Nathalie. Ja. Oh, ui, sorry. Ja, habe ich schon erwähnt, es sind immer die Dinge, die ich mir vornehme, in der Anmoderation zu sagen, aber nicht mache. Habe ich schon erwähnt, dass es hier unser Halloween-Auftakt 2021 ist. Nein, das war in PortAventura. Okay, aber es ist hier der erste Halloween-Tag von Walibi Holland. Ja, das stimmt. Und generell geht er jetzt so langsam. Ich glaube, der Park war schon. Ja, Walibi Park hat auch schon angefangen.
ja. Naja, jetzt gehen wir zum nächsten Single Rider. Und zwar zu dem von Goliath. Ja, wir sind Goliath gefahren. Wie lange hat es gedauert? Eine Fahrt. Ja. Und wir sind, wie viele Leute sind wir? Wir sind 7 Leute. Wir waren alle in einem Zug. Im Single Rider. Wir waren sogar 4 Leute zusammen, weil irgendwie lief in der normalen Queue dann keiner mehr. Die haben irgendwie getrödelt. Da, und dann hat sie gesagt, ja, dann Single Rider. Also, ja, aber Fahrt war gut. Ja, gut. Also vorne war ordentlich Erd eigentlich. Wurde voll so hochgeschoben. Ja, bei uns nicht so. Ich muss hinten oder nach vorne fahren, Nathalie. Also an Themen fand ich besser. Ja, aber die war auch echt gut jetzt. Ja, war echt gut. Ja, aber ja. Na gut. Ja, da das mit dem Single Rider so gut geklappt hat eben, dachte ich, wir machen es direkt nochmal. Und ja. Diesmal wurden wir gefragt, wie viele wir sind. Im Single Rider. Weil sie hat es ein bisschen verkackt mit der Einteilung. Wir wussten halt, es wären da so viele Plätze frei gewesen in den Zügen. Zwei Fahrten mussten wir warten, wo so viele Plätze frei gewesen wären. Und dann hat sie, glaube ich, Mitleid mit uns und hat uns gefragt, wie viele wir sind. Meint ihr, dann könnt ihr zusammen fahren. Okay, wir haben trotzdem nur 5 Minuten gewartet. Und am Ende sah es kurz aus, als könnten wir sitzen bleiben. Aber dann kam doch noch. Egal, jetzt haben wir schon im Kollektiv gesagt, wir haben Hunger. Okay. Wir suchen hier was zu essen. So, wir sind jetzt an dem Ort, wo Matthias sein erstes holländisches Wort gelernt hat. Und jetzt hast du Döner geholt. Ja, das ist für dich. Und du hast dich entschieden, Bar zu bezahlen, weil? Das Kartengelesegerät war zu hoch und ich konnte Zahlen nicht lesen. Ja, ich habe unterdessen noch Pommes besorgt. So, wir warten jetzt gerade auf die Nebelseifenblasen. Das war toll. Das Highlight eines jeden Halloween-Events. Nebelseifenblasen. Kauft euch das, wenn ihr auch einen Park habt. Wir wollen jetzt Lost Gravity fahren. Ja, erst muss ich Foto machen. Wir sind gerade aus der Halloween-Halle gekommen. Und wir hatten unsere erste Attraktion mit Wartezeiten. Stimmt, das erste Mal, dass wir angestanden sind. Wir standen die komplette Q-Line für Express. Wir standen eine halbe Stunde, ja. 35 Minuten. Richtig gut. Also ging echt flott voran. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich lange anstehen muss. Und Fahrt war auch gut. Mitarbeiter waren sehr freundlich und überaus motiviert. Allgemein waren viele Mitarbeiter heute hier sehr motiviert. Finde ich. Ja, finde ich auch. Sehr nett und motiviert und das macht Spaß. Ja, und sogar die Endszene hat funktioniert. Bisschen spät, wir haben sie nur noch gespürt von dem Feuer. So aus dem Augenwinkel habe ich eine Flamme entdeckt. Wurde aber warm. Hat funktioniert. Es wurde warm, ja. Und was haben wir jetzt vor, Matthias? Jetzt fangen wir an mit den Halloween-Sachen. Jetzt gehen wir in die erste Base, in die Villa. Ich freue mich. Und Nathalie, ich habe gehört, es wurden 10 ausgetauscht. Das heißt, habe ich auch gehört. Es ist wieder mal neu für uns. Yes. Ja, muss aufpassen. So, das war die erste Maze. 2021! Yay! Yeah, yeah. Ja, war richtig gut. War ein ziemlich harter Einstieg. Also, ich glaube, das war letztes Mal, als wir hier zu Halloween waren, war das auch die erste Maze, die wir gemacht haben. Und ja, da war es so leer, dass jeder einzeln durchgegangen ist. Und jetzt war es so voll. Dass wir so, ja, aber ich durfte vorgehen, aber wir sind irgendwann aufgelaufen. Ich bin echt schon langsam gegangen, hatte ich das Gefühl. Nein, aber trotzdem, du warst schnell. Ja, du warst schnell. Naja, es war mega cool, total toll thematisiert. Ja, richtig gut thematisiert. Ein paar Sachen habe ich wiedererkannt, aber es waren, also es war viel neu noch. Also, ja. Oder wir waren lange nicht mehr drin, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall super, super gut. Ich habe mich sehr oft erschreckt. Ja. Und gerade der Anfang, das war richtig ja, cool. Ja, das war echt gut. Das habt ihr ja nicht so, habt ihr das auch noch gesehen? Dass du da rein bist und dann diese Frau da stand und gesagt hat irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, ja. Drehen Film und so, das ja. War richtig cool. Wir haben übrigens, das wollte ich noch zeigen, ein RIP-Pass.
Das ist sozusagen der Fast Pass. Ich weiß nicht, ob man den, kann man den auch für mehr oder nur für die vier? Nur die vier. Also dann muss man so ein bisschen mehr bezahlen, ob das Not tut. Also ich habe die Warteschlange jetzt gerade gesehen. Das tut vielleicht schon Not. Ja. Wenn man alles machen will, muss man das haben. Ansonsten ist es Stress pur, genau. Man ist 8 Stunden lang beschäftigt, nur um die Mazes zu machen. Ja, dann hat man halt die 4 Mazes, The Villa, Psychoshock, Jefferson Manor und was ist das? Campsite of Garnish Alien Attack. Das kann ich auch nicht. Hat man dann, kann man dann, wann immer man möchte, kann man da dann reingehen damit einmal. Und die anderen hat man einen Timeslot. Ob das dann so hinkommt, aber hier sind auch Timeslots, wenn du keine Dings hast. Aber da muss trotzdem eine Stunde anstehen. Ja, wir gucken mal, wie es bei den anderen ist. Ja, wir gucken mal. Machen wir jetzt das nächste? Oder? Jefferson Manor? Okay. Oh, die war so gut. Ja, aber letztes Mal auch als zweites gemacht. Ja, wir machen das einfach wieder noch. Das war super. Wieder gleich wie letztes Mal. Ja, soll noch ganz kurz erwähnt werden, die Klinik oder The Klinik gibt es leider seit letztem Jahr aktuell nicht mehr und es ist auch noch nicht so ganz sicher, ob es das wieder geben wird. Aber es wäre mega schade, weil es ist halt von uns beiden wirklich die beste Halloween-Experience überhaupt. Und guckt euch vielleicht unser Video von vor vier Jahren an. Da haben wir ein bisschen erzählt, was da so passiert. Es ist wirklich mega schade. Ich hätte es mega gerne gemacht. Und eigentlich habe ich auch gesagt, ich komme erst wieder her, wenn die Klinik wieder auf ist. Aber ja, wir drücken einfach ganz doll die Daumen. Dies ist ein Aufruf an alle Walibi-Verantwortlichen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr das schon gemacht habt. Und macht mal ein bisschen Druck da. Wir wollen da wieder rein. So, wir haben Jefferson Manor gemacht. Also die Dame am Einlass war schon ziemlich cool. Ja, sehr gut. Aber ich muss sagen, die ist nur bei dem Rippers-Eingang. Ja. Die anderen Gäste haben das nicht. Ja, Matthias möchte sich damit schönreden. Ja, also wir haben da war einfach null Wartezeit. Man hätte auch einfach, ja. Dafür hat sich das nicht gelohnt. Nein, aber bei der Villa schon. Da war schon, ja. Aber ja, also war mega gut. Oh ja. Weißt du, ob sich da was geändert hat? Es hat schon so lange her, aber ich glaube, es hat sich nichts geändert, aber die Maze ist einfach so on point. So gut. Ja. Aber ich glaube, es haben fast erst gefehlt. Die im Boden und so. Ja, das war. Da war aber keiner drin. Ach, da war keiner drin. Ja, das war ein bisschen schade, aber. Ja, egal, das Regal, Matthias. Das Regal, oh mein Gott. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Allein, und es war auch, aber das muss ich sagen, ist ziemlich cool, dass, weil es halt eben sehr leer war, wurden wir zusammen alleine da durchgeschickt. Das war schon ziemlich cool. Wir konnten zusammen zu zweit gehen. Ja. Ja, hat es vielleicht noch ein bisschen gruseliger gemacht. Also wir haben halt jeden Scare, der da drin war, voll abgekriegt. Und es waren viele. Schon, es waren viele. Und am Ende waren nochmal drei auf einmal. Das ist so krass gewesen. Wow. Das ist so einfach, aber so gut gemacht. Wow. Ja. Wahnsinn. Tja. Jetzt machen wir Psycho Shock, damit wir der Tradition treu bleiben. Nein. Jetzt haben wir um 18 Uhr die erste andere Experience. Na gut. Eine neue Sache, die wir noch gar nicht kennen. Oh, cool. Gespannt. Das klingt auch noch Spaß. Da. Das machen wir auch nachher. Lettling. Das ist Holland. So, wir waren jetzt in der ersten Boxroom Maze. Sieht nachher dunkel noch cool aus. Machen wir noch Aufnahmen. Final Hideout. Sehr enttäuscht. Es war halt einfach sehr basic. Es war halt. Einfach Schrottplatz. Es war auch noch hell. Ja, es ist hell. Wir sind schon fast dran. Ich frage es nochmal zu Matthias. Ist das eigentlich Outdoor? Ist auch mal Outdoor. Weißt du, warum machen wir das denn jetzt schon? Das stand ja vorher nicht. Das stand ja vorher online nicht, ob das Indoor oder Outdoor ist. Nee. Achso. Ja, okay. Also, wenn ihr das machen wollt, macht es. Im Dunkeln, aber es war halt wirklich Standard. Es ist sehr, sehr Standard. Total cool. Ich fand es schön thematisiert. Es wäre im Dunkeln. Viel besser gewesen.
Im Dunkeln hätte es wirklich sehr viel besser gewirkt. Aber allein dieses Thema so, ja, Schrottplatz, ja, weiß nicht. Sehr einfach gemacht. Hätte ich auch für den Preis auch etwas mehr erwartet. Ja, auch ja. Kostet. Sehr viel mehr Geld als die anderen. Echt? Ja. Wie viel denn? Ich weiß nicht, 8, 10 Euro, was? Irgendwie so. Ja, eben, deswegen ja. So, ja, weiß ja. Nicht so wirklich. Es war okay. Also im Gegensatz zum Jefferson Manor ist das schon... Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu den anderen ist das schon nicht ganz so nee. Aufwendig gewesen. Aber trotzdem cool und sehr lang. Ja, es war echt lang. Ja, ich hoffe, das nächste wird ein bisschen besser, aber es wird jetzt auch immer dunkler. Jetzt wird's dunkler. Ja. So eine Krankenhaus, Irrenhaus, Irrenanstalt-Maze. Ja. Ach ja. 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 Begeisterung hält sich begrenzt. Aber ja. Ja, gut. Jetzt wird es ja langsam dunkler. Jetzt müssen wir gleich zu dem nächsten. Ne? Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, wir lassen uns jetzt absichtlich ein bisschen Zeit, dass es ein bisschen dunkler wird. Ne? Ja. Besser. Ups, wir sind zu spät. Das wäre. Zu überbrücken, damit es dunkler wird. Hat funktioniert, wie man sieht. Und das Madhouse war mega cool. Also das, ich weiß nicht, ob es neu ist oder eine Halloween-Version aktuell, aber es war sehr episch und ein bisschen gruselig. Also war cool. Und ja, jetzt machen wir Wrong Turn into Darkness. Ja, deswegen muss das auch ein bisschen dark werden. Darkness. Und das ist, glaube ich, die Neuheit dieses Jahr. Okay. So, wir waren jetzt gerade in Wrong Turn into Darkness. Gut, haben wir gewartet, bis es dunkel war. Es war, also sehr man ist halt mit diesem, sehr man episch. Fährt halt, es ist halt, eigentlich ist es dark, right? Eigentlich ja, ich ja. Hab da gar nicht mit gerechnet, da stand auf einmal dieses Fahrzeug, ja. Wo wir einsteigen sollten. Das ist halt so ein großes Golfkart mit so Platz für so 18 Personen. Ja, irgendwie so, ja. Und dann sind wir da eingestiegen und das war ein kompletter Dark Ride. Das war Dark Ride, ja. Und mit so epischen Szenen und ich ja. Weiß nicht, also da war es auch Nebel, wir waren gerade, es war schon, also noch nicht ganz stockdunkel, es ist natürlich noch ein bisschen dämmerig, aber wir perfekt. Hatten auch Bodennebel ja. Und der Mond ist so eine Sichel gerade, das ja. Ist total schön. Sah super episch aus und es waren einfach so riesige Szenen da drin und auch die Finalszene war einfach so übelst episch gemacht. Alter. Das war so aus dem, ja, wie sagt man, Trailer von dem Event ja, oder so. Ja, genau, ja. Mega. Aber das war super gemacht. Richtig cool. Ah,
Definitiv einmalig. Ja, aber ich war heute das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Ja, heute ist das erste Mal. Ja. Hat man gemerkt. Es gibt noch so ein paar Dinge, an denen kann man vielleicht ein bisschen arbeiten. Ja. Weil das war auch sehr cool, dass man halt, also auf der linken Seite war ein Vorhang, das heißt links hat man nie irgendwas gesehen, es spielt sich alles auf der rechten Seite ab. Und manchmal, da war auch ein Vorhang und den haben die Darsteller oder ja, manchmal zugemacht. Und es hat auch nicht so ganz funktioniert, weil die Autos halt gefahren und währenddessen haben die diesen Vorhang zugezogen und es hing halt. Die sollten halt einfach erst zumachen und dann sollte der weiter. Ja. Das wäre besser. Ja. Und ja, das heißt, die Attraktion bestand auch viel daraus, alle fummeln an diesem Vorhang rum, versuchen diesen Vorhang zuzumachen. Naja, egal, war trotzdem toll, ich bin dann immer so, man darf dann einfach nicht so gucken, da wo man eben nicht gucken soll, da muss man halt nicht aus dieser Experience gerissen. Ja, aber es ist wirklich top. Ja. So, jetzt gehen wir zur nächsten Maze schon, wa? Ja, welche? Wicked Woods. Mega geil auf Atmosphäre gemacht. Die Maze fand ich richtig gut. Mir ist sehr gut gefallen. Wow. Ja. War auch irgendwie, war das nicht so aufwendig gemacht, glaube ich, aber es hat halt. Aber es hat mich sehr, sehr, sehr an die Maze in Toverland im Wald erinnert. Ja. Aber die war hier noch ein bisschen krasser. Die war noch krasser, und ja. Mit Effekten hoch und runter und über Stock und Stein. Also sicherheitstechnisch sehr bedenkliche Attraktion, aber okay, und was ist nichts passiert? Es war super. Und da war einer im Wasser. Es war jemand im Wasser. Hallo. Wie geil. Ja, und ich möchte unbedingt zu Lost Gravity. Wir fahren jetzt Lost Gravity, weil
Die haben Licht. Ja. Viel Licht. So, sowas habe ich noch nicht erlebt. Hype-Level ist da. Definitiv. Ja. Ich will jetzt ein. Komm, los, wir gehen da. Mit, Nathalie, sowas von. Komm, wir fahren da jetzt mit. Komm, los. Das war so geil. Mit den ganzen Lichtern. Matthias. Das war so gut. Matthias, ich wusste nicht, dass du in der gleichen Reihe wie ich sitzt. Ja, wir waren... Wie steigst du aus? Ich sehe so deinen Büdel im Gepäckfach und so, hä? Und dann sehe ich dich so, hä, du warst im selben Zug, ja. Aber wir saßen beide auf der Außenposition, wo es ganz schön extrem ist. Ja. Das war echt gut. Das ist die beste Fahrt aus Gravity ever. Ever. Ever, ever, ever. Ever. So gut. Das ist auch cool. Ja. Das Schwächste von allen. Nee, ich nicht. Du nicht. Nee. Ich schon. Ich fand Psycho Shock und dieses fand ich so gut. Ja, ich fand die auch sehr gut, aber halt im Vergleich zum anderen. Aha. Ja, also ich... Ja. So, wir fahren jetzt... Achso, ich habe sogar noch ein paar Scares uns gefilmt. Oh mein Gott, die Enterprise! Ist so toll. Ich habe nicht so viel gefilmt, ich habe dann noch ein paar Fotos gemacht.
so also toll. Diese Lichtinstallation hier im Park ist der Wahnsinn. Hey, und dieser Park hat verstanden, dass wenn man Licht installiert, den Park auch länger auflassen kann. Da ist ein Looping. Ja. Grüße gehen raus von der Baltic Sea. Wir fahren jetzt. Highlander. Nee, der ist zu, Nathalie. Ist schon 20 Uhr Feierabend. Wir fahren jetzt Goliath. Dunkel. Auf Toilette und dann gehen wir raus, weil der Park hat jetzt zu. Ja, es macht jetzt langsam alles zu. Ja, um 11 schließt der Park. Wir haben sogar Eddie gesehen, ne? Ja! Aber schade, dass er. Ich fand das mit der Eddie-Area eigentlich ganz cool. Ja, das könnte ja, stimmt, das habe ich auch ein bisschen vermisst. So, das war richtig cool. Ja, hier rechts. Ja, irgendwie sind Matthias und ich beide in einer Toilette. Ja. Warum auch immer. Und wir drücken mal den magischen Knopf. Raus. Wir brauchen kein Parkticket. Wurde uns gesagt. Baby. Oh Gott, ich liebe das Lied. Ja, wie geht's raus? Machen wir kurz Abmoderation während dem Gehen, weil ich habe keinen Nerv mehr stehen zu bleiben. Los. Ja. Also es war einfach nur mega episch. Oh ja. Also ich ja. Ja. Also ich finde diese was ist Wrong Turn into Dark? Ist eine der epischsten Mazes überhaupt. Ja. Oder
Experience, ja. So, das ist ja keine Maze. Ja, okay. Also du fandest Wrong Turn into Darkness, fandest du sehr gut. War das dein, Highlight? Super gut. Super gut. Oder? Ja. Etwas lök. Ja, super lök. Super lök, ja. Ja, Jeffers Männer war auch sehr gut. The Wicked Woods fand ich super. Es war auch nichts war schlecht, es war alles sehr gut. Ja. Und vor allem die ganzen Scare Zones im Park, wahnsinnig gut. Oh. Dieses Lichtinstallation, was? So gut. Also ich kann auch gar nicht sagen, was mein Highlight war. Meine Highlights waren Lost Gravity, ja, alles mögliche. Die Enterprise, sämtliche Mazes, die Achterbahn im Dunkeln zu fahren. Ja, die Maze. Die Scare Actor. Ja, und auch die Mitarbeiter, die waren so super drauf den ganzen Tag über an den Attraktionen. Und die haben richtig hohe Kapazität gefahren, waren super freundlich dabei. Und wir haben Eddie gesehen. Wir haben auch Eddie gesehen, ja. Cool. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich bekifft durch das ganze Passivkiffen. Naja, das ist schon eine Sache hier im Park. Da muss man einfach mit leben. Ja. Da muss man einfach, so, ja, wenn man das nicht möchte, muss man hier halt nicht hinkommen. Ja. So, wir verabschieden uns, glaube ich, für das Video. Ach so, es hat nicht geregnet. Ich bin wirklich so, krass, so glücklich darüber, dass es nicht geregnet hat. Das ist mal was Neues. Ja, also, und ich glaube generell, nicht nur zu, eigentlich ist bei uns ja immer... Wo geht man denn da lang? Parking, C, D? Die gehen irgendwo an, haben wir uns geparkt. Wir haben auch schon ganz hinten auf dem Parkplatz geparkt. Okay. Ich wollte noch sagen, eigentlich ist bei uns ja immer Halloween, also generell Freizeitparkbesuch Regen, Halloween-Event Regen, Walibi Holland-Besuch Regen. Wir hatten heute alle drei, aber kein Regen. Was ist da los? Heute hatten wir echt viel Glück, auch mit Wartezeiten und so. Ach, ich hab's ja gesehen. So, wir hören auf zu reden. Wir fahren nach Hause. Ich hab so Nackenschmerzen. Und morgen aber nehmen wir uns einen Tag alles weh. Ja. Oh Mann. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in einem anderen Video aus einem anderen Park von einem anderen Halloween-Event. Oh, ja. Bis dann.